Sag mal, ist uns der Ort abgenommen worden? Den hatten wir doch mal. Der ist uns abgenommen worden von jemand. Wir hatten doch ver... Der ist gefallen. Ich dachte, wir hätten da Verteidiger gehabt. Sind die erobert worden? Den müssen wir uns zurückholen. Natürlich. Zwar jetzt sofort. Ein WB lässt sich doch nicht seine Städte wegnehmen. Wir lassen ein paar Verteidiger hier vorne. Aber nicht die Windhunde. Ah, die Akolyten sind echt doof als Verteidiger. Haben wir keine Standardeinheiten hier, die wir drin lassen können. Ah, dann lassen wir die Akolyten drin. Können wir hier irgendwas kaufen? Glutwache. Die können wir kaufen. Kavallerieeinheit. Sterngeborene. Die nehmen wir mit in den Kampf. Die nehmen wir einmal mit, packen die in der Reserve bitte einmal mit. Es ist Beute, die wir mitnehmen. Die beiden lassen wir hier als Bewachung. Und ziehen jetzt mit Hauser in seinem Trupp hier unten rein. Oh, ich habe vergessen, die Karte zu spielen. Jetzt sind wir unten angekommen. Ja, bleiben wir jetzt eine Runde lang drin. Plündern den Ort nicht, den haben wir erobert. Und jetzt sind wir zu weit weg, um hier oben die Karte auszuspielen, mit der man den Ort ausbauen kann. Und wir lassen jetzt aber schon mal ein paar Einheiten hier, würde ich sagen. Damit das so schnell nicht nochmal passiert. Und wir lassen drin die Glutwache, die wir uns gerade geholt haben. Ein Verteidiger bleibt drin. Wenn ein Verteidiger nur drin ist, dann ziehen die grauen, die neutralen Einheiten nicht rein. Die roten, da kann das schon passieren. Und dann haben wir hier vorne. Mit ihr ziehen wir hier zurück, heilen hier vorne aus. Schauen uns mal an, wie es... Achso, kann sie Karten ausspielen? Schaut mal hier. Sie kann aufbauen. Sie gibt hier ein weiteres Wohlstandslevel hier drauf. Spielt 100 Steine aus. Havok, Gabe verschenkt einen Grunzi. Danke dir. Liebe Grüße. Danke, Havok. Und mit ihnen... Wir könnten sogar mit ihm zurückziehen. Weil... Wir haben die Karte ja, wir haben den Ort kampflos erobert. Ich glaube, wir müssen nicht drin stehen bleiben. Wir können auch schon wieder zurückziehen. Das sollte eigentlich gehen. Ich speichere einmal mit F5 ab und probiere das aus. Mit ihm ziehen wir zurück nach oben hin. Kommen bis kurz davor. Und mit ihr könnten wir gleich angreifen, aber ich würde mit ihr gerne zu Ende ausheilen. Wir heilen nur in manchen der Städten oder Einheitenarmeen heilen mit heilenden Einheiten oder Anführern dabei. Das trifft auf Hauser, die zweite Armee zu, aber nicht auf unsere Lorelei. Da vorne kommen wir an. Wunderbar. Ja, den Ort haben wir, den Ort haben wir auch. Und jetzt lass uns doch nach oben vorarbeiten. Aber wir brauchen eventuell beide, um da anzugreifen. Hier will ich nicht angreifen. Hier habe ich Angst. Hier ist die Stille, glaube ich, oder? Ist das die Stille, die ja untergekommen ist? Oder andere, ich weiß es nicht. Oder Feinde, die ja einfallen. Soll man den auch da als erstes versuchen zu erobern? Ja, ne? Wir ziehen, wir könnten mit ihm Trupp, mit dem Trupp können wir in einer Runde hier sein. Und wie fit ist ihre Armee mittlerweile? Ist die ausgeheilt? Ja. Das heißt, mit ihr könnten wir... Oh, schaut mal. Wir haben die Beute wurde gar nicht... Doch, die Beute wurde aufgelöst. Wir könnten auch die Katapulte hier lassen, dann ist sie schneller. Sie hat nur 8 Bewegungspunkte. Sie kommt... Ich wette, die kommt ohne Katapulte bis hier, bis da hinten hin. Die Katapulte packen wir mal in die Garnison rein. Wir nehmen schnellere Kavallerieeinheiten stattdessen mit. Wir brauchen auch noch mehr Kavallerie vorne im Einsatz. Hier vorne sind die, könnten wir weglassen. Die setzen wir dann mit vorne rein als Kavallerie. Die Waldläufer ganz nach hinten und das letzte Katapult, das lasse ich auch noch weg. Einmal so rüber und dann sollten wir mehr als 8. Jetzt habe ich ein Katapult wieder rüber geschickt. So, jetzt sollten wir eigentlich mehr als 8 Bewegungspunkte haben. Wir gucken mal, wie viele, ja. Auch 8 Bewegungspunkte, nicht zu fassen. Jetzt habe ich dir das lahmarschige Katapult schon zurückgeschenkt, geschickt und trotzdem nicht. Das ist ja unfassbar hier. Okay,
Dann ziehen wir, wenn wir mit beiden angreifen müssen, mal ein kleines Stückchen vor und lassen die alle als Verteidiger drin und nehmen die mit. Wir können auch noch nicht noch mehr hier reinpacken. Mit ihr ziehen wir jetzt raus ein Stück, den rüber, sagen wir mal, bis hier vorne hin. Ja. Wir könnten uns auch hier drin verschanzen. Der Weg bis hier oben hin sollte dann klappen. Mit Trupp, dem Trupp hier vorne. Der eilt hier von alleine aus. Ziehen wir bis knapp davor und greifen dann nächste Runde an. Vielleicht können wir sogar einen Hinterhalt legen. Im Wald. Da darf man nicht mehr als 5 Bewegungspunkte haben. Aber wir ziehen so ein Stückchen vor. Bis hierhin. Da haben wir auch mehr Kartenkenntnis. Und nächste Runde greifen wir beide an. Eine Runde weiter. Da sind wir. Zug 20. Und jetzt sollten wir mit 8 Bewegungspunkten nachher bis da oben problemlos hinkommen. Aber erster Anfang ist hier drauf. Und es kann sein, dass ich gleich einen taktischen Rückzug mache. Weil mit den ersten, die geschwächt haben. Da weise ich jetzt schon mal drauf hin. Und es ist nicht ehrenrührig. Es ist wirklich, die Roten haben den Ort hier erbeutet. Unsere Hauptfeinde. Das sind Bogenschützen. Die sollte man mit der Kavallerie schnell aufmischen. Akoliten des Zorns. Magische Einheiten. Das ist ein Held, der selber zaubern kann. Ein Hierophant. Die haben ähnliche Einheitentypen wie wir. Das sind Ritter-Nahkämpfer. Die sollten wir zumindest schwächen können. Wir ziehen einmal mit dem Trupp hier vorne drauf. Die Fernkämpfer kämpfen von hinten. Und jetzt können wir erstmals die stärkste Kampfeinheit aus der Reserve holen. Das ist was... Ich weiß nicht, ob's, was das ist. Die sterben von alleine. Die schicken wir mal hier drauf. Und hier links können wir 2 Leuchtende rekrutieren. Die rekrutieren wir ja hinten, um die abzulenken. Das sind die Windhunde. Die lenken hier vorne ab. Oh, wir haben Verluste, aber wir sollten es schaffen, ne? Ich überlege mal, ob wir den taktischen Rückzug machen sollen und den Trupp da mit dem zweiten auffischen sollten. Machen wir, ne? Wir killen die in 2 Teilen. Wir machen den Rückzug. Und die hauen ab. Das ist nur dann riskant, einen Rückzug zu machen, wenn man sich nicht zurückziehen kann, weil hinter einem zum Beispiel Berge stehen oder ein Feind, auf den man draufprallt. Das ist nicht peinlich, das ist Teil der Spielmechanik und hier sind wir bis zum Level 2 gekommen. Wir können ihn eventuell sogar jetzt hochskillen. Schaut mal, die flüchten. I've loved Elbin ever since Father took me here. I was so young back then. Habt ihr das gesehen? Almost feels like another life. Ich habe die Rückzugsgeachte gespielt und Sekundenbruchteile vorher sind die abgehauen. WB sagt, haut ab! Und die sind dann außerdem noch abgehauen und die haben die weiße Flagge. Wenn man nachsetzt haben, haben wir die. Die haben 8 Bewegungspunkte. In derselben Runde könnten nicht abhauen, aber wir kommen nicht bis dahin. Weil die haben keine Bewegungspunkte mehr, die haben 0. Wie viele Truppen haben wir denn übrig behalten? Alle. 4? Nee, wir haben Einheiten verloren, aber wir heilen schnell aus mit denen. Wir haben Einheiten, die gut ausheilen. Und in der nächsten Runde können wir hier die Plätze tauschen. Und die können hier nicht dran vorbei. Vielleicht laufen die auch oben nachher lang. Sollen wir schon mal nachsetzen mit dem Trupp hier unten in die Richtung? Einmal hier nachsetzen. Ich ziehe mal so ein... schwer zu sagen. Weil ich würde die lieber mit ihnen gleich angreifen. Die sind auch stark. Die können denen neue Einheiten geben. Die geben denen neue Einheiten und dann können die anderen nächsten... Ah, die heilen nicht kommt. Doch, die heilen eventuell binnen einer Runde aus. Wir nehmen die... Oder wir können auch mit beide komplett austauschen. Glaube ich. Ich glaube, wir können sogar komplett austauschen, oder? Eine Einheit gegen die andere. Ah, dann würden die anderen außerhalb stehen, innerhalb des...
das wäre eigentlich egal. Kann man die nur links, den Helden auch, die Helden kann man nicht austauschen. Die bleiben auf jeden Fall in der Garnison. Dann nehmen wir die Beutewagen da links rüber. Wir geben denen noch einen weiteren Trupp, der mit denen kämpft. Wir geben denen eine Kavallerie hier rüber. Wir geben denen unsere Reserven mit rüber. So rum. Ja. Die bleiben hinten. Haben wir noch Alkolyten dabei? Ich glaube nicht. So bleiben wir. Da gucken wir mal, wer nächste Runde angreift. Und wir gehen wieder raus. Und jetzt haben wir... Und sie hier vorne mit den vier Bewegungspunkten kommt, glaube ich, bis hier unten nicht wieder ganz zurück. Ich würde sie gerne mal kurz stehen lassen, weil ich will die wirklich endgültig ausschalten. Wir machen eine Runde weiter. Die ziehen oben lang, guck mal. Okay, oh boah, wie die sich hier oben zusammenballen, das ist riskant. Die ziehen zu uns rüber und wollen unsere Städte wegnehmen. Okay, jetzt gucken wir mal, wie stark wir sind. Auf jeden Fall mehr Städte als eben. Hier vorne drin. Fast ganz ausgeheilt, aber noch nicht ganz. Fast ganz ausgeheilt. Das heißt, das wäre höchstens die Verstärkung. Moment, hier war eine Karte drin, die man ausspielen kann. Der könnte einmal wieder aufbauen, die Ruine wieder aufbauen. Wir können hier drauf eine Karte ausspielen. Spielen eine Wiederaufbaukarte mit 40 Steinen hier drauf. Bleiben einen Moment drin und den Trupp hier links, den packen wir... Kommen wir bis da oben hin? Ich weiß nicht. Jetzt haben wir zu wenig Bewegungspunkte, ne? Einmal bis hier hin und dann hier rein und... Wir sind zu lahm. Einer fehlt uns. Hier mal Verteidiger, hier mal Verteidiger. Da ist ein kleiner Trupp. Hier können wir... Was sind denn das für Leute hier? Das sind stille Einheiten. Von der Stille. Unsere Erzfeinde. Und die hatten mit denen anscheinend auch gekämpft. Dann sollten wir mal mit der... Was ist denn das hier vorne? Ein Geheimnis. Sollen wir da mal reinziehen? Einfach mal gucken, was da ist. Ich bin gerade super neugierig. Komm, wir machen das mal. Wie stark sind die? Das kann man so sehen, wenn man rauskrollt. 3, 4, 8. Wir ziehen da mal nach. Wo, wenn die uns dann hier oben angreifen, haben wir ein Problem. Weil die sind... Nee, wir machen das mal. Ich speichere einmal mit F5 ab. Wir ziehen einmal mit Hauser direkt hier rein. Passive neutrale Armee. Wir haben zuerst mal mit den Stille-Einheiten hier zu tun. Da ziehen sie raus. Böse Magie. So, und die, oh boah, die machen uns ganz schön alle her. Das ist stärkste einer der Reserve rennt irgendwo hin. Einmal hier hin. Jetzt springen die rüber. Habt ihr gesehen? Und damit können wir zwei Leuchtende beschwören. Das machen wir hier. Weil hier sind eher unsere Fernkämpfer, die brauchen Ablenkung. Ja, wir schaffen das. Heftiger Kampf. Sieg für Hauser. Oh, ich habe mittlerweile den Verdacht, dieser Mission der Einzelspielerkampagne, weil die XP verfallen sind. Da sind unsere Helden gebremst und können nicht mehr als Level 2 bekommen. Nein, stimmt nicht, da ist der Stufenaufstieg. Silence begets madness. It's always the same story. Doch nur einmal Stufenaufstieg möglich. Ich glaube, bis Stufe 10 kann man im freien Spiel mit denen kommen. Und hier ist eine Stufenaufstiegskarte. Außer der Strahl, eine Stufe 3. Ja, das ist so halb zufällig hier unten. Eine der drei Karten können wir wählen. Entweder nehmen wir eine Verbesserungskarte, um eine bestehende Karte, die wir schon haben, zu verbessern. Dadurch reduzieren wir von den drei Ressourcen im Spiel. Die Ressource himmlische Gunst müssen wir auch nicht mehr ausgeben, um
Einheiten zu rekrutieren, dann wäre es etwas weniger, das lohnt sich nicht. Lieber eine weitere Kampfkarte. Göttliche Rache. Betroffene, befreundete Kämpfer explodieren beim Tod für die nächsten 15 Sekunden und jede Explosion trifft Gegner in der Nähe mit Stärke 4. Wenn wir so eine Karte einsetzen, auf einem großen Trupp mit, wir haben ja manchmal Trupps mit so ganz vielen kleinen, schwachen Leuten drin, ja? Und wenn die explodieren würden, also manche Trupps haben eine, manche drei, manche 8 oder 15 oder 10 oder wie viel, und so eine Karte eingesetzt auf einen Trupp, der eigentlich super schwach ist und ganz viele Einheiten hat, und die greift der Feind an, dann würde jeder einzelne Einheit 4 Schaden machen. Das wäre ziemlich gemein und sehr gemein. Oder wir machen das hier links, Goldener Tempel, das ist ein, ach, dann könnten wir unsere Städte verbessern. Nee, ich will kämpfen. Ich will nicht bildern, ich will kämpfen. Ich will einmal fies kämpfen. Göttliche Rache. Das würde ich gerne mal ausprobieren hier. Das machen wir mal. Danke an Black Panther. Hiervon stehen wir und können nicht weiter. Keine zu dem Ort hin? Sieht aus wie ein Geheimnis, ne? Oder ist es nur Deko? Schwer zu sagen, vielleicht ein Portal. Und jetzt können wir mit ihr hier, null Bewegungspunkte, gar nichts machen. Eine Runde weiter. Ja, die greifen Hauser an. Hauser wird überrascht. Nee, Hauser wird nicht überrascht. Oh, das wird ganz knapp. Und wir können jetzt die göttliche Rache von Beginn an machen, um alle unsere Truppen explodieren zu lassen. Im Augenblick natürlich nicht. Oh Gott, wir sind noch nicht ausgeheilt. Ich ahne das Schlimmste. Was können wir jetzt machen? Jetzt können wir die stärkste Kampfeinheit aus der Reserve holen. Die könnten wir hier drauf spawnen lassen. Das sind, glaube ich, Windhunde, oder? Nee, andere. Und jetzt können wir zwei Leuchtende beschwören. Das machen wir hier. Weil wenn die Fernkämpfer ausgebremst sind, jetzt können wir unsere Leute explodieren lassen. Aber ich wüsste nicht wirklich welche. Oh Gott, jetzt greifen hier unsere Fernkämpfer hier hinten an. Sterben aber beim Angriff. Wir schaffen das, Leute. Ein kleiner, langsamer Trupp Infanterie ist hier vorne noch. Sieg. Die hauen ab. Feind haut ab. Ein weiterer bedeutungsloser Sieg. Wenn ich Einheiten opfere für meinen Ruhm und meine Ehre, ist es doch nicht bedeutungslos. Ein weiterer bedeutungsloser Sieg. Ich habe Leute umbringen lassen, damit ich mich besser fühle und euch Spaß und Unterhaltung bieten kann. Das ist bedeutungsvoll. Sind für euch gestorben, für eure Unterhaltung. Das ist doch bedeutungsvoll. Unfassbar hier. Also ich fand das für euch von größter Bedeutung hier gerade. Verstehe ich überhaupt gar nicht hier. Wie sieht der Trupp aus? Stark angeschlagen? Ja, in der Tat. Oh, wir können, weil der ein Level abbekommen hat, jetzt die 6. Armee noch drauf. Was sind das gerade? Mal einmal hier rein. Den Trupp hier, den können wir hier noch reinziehen. Das ist, was ist das für einer? Ritterinfanterie. Die setzen wir tendenziell auch nach vorne hin. Den eher nach hinten. Das sind Zauberer, die kommen eher an den Rand. Das sind schnelle Windhunde, der kommt. Das sind die Nahkämpfer. Mal hier, einmal Kavallerie. So könnten wir arbeiten. Und die sind hinten und das ist die Beute. Das ist ja alles klar und wieder raus. Die würde ich einmal gerne. Wir könnten hinter denen hinterherrennen, wo wir verwundet sind. Nee, denen geht's schon wieder gut. Die sind ausgeheilt, das machen wir nicht. Wir hauen mit unserem ab, ziehen einmal hier unten rein, heilen da in Ruhe aus. Und mit Lorelei wiederum. Einmal hier rein und nächste Runde dann angreifen. Und hier können wir diese Karte ausspielen. Nein, das machen wir nicht. Und hier können wir nochmal gucken, ob wir uns verbessern. Hier sind die Katapulte, die wir nächste Runde mitnehmen. Wir könnten ein viertes Katapult kaufen. Komm, wir kaufen ein viertes Katapult mal. Ja, ein fünftes. Oh Gott, jetzt habe ich 5 Katapulte hier drin. Wahnsinn. Und die kämpfen von der Garnison mit.
Nackter Wahnsinn. Achso, das ist eine Garnisonseinheit, die kann nicht raus. In manchen Städten spawnen über Zeit Garnisonseinheiten. Die sind dann unbeweglich. Die Akolyten gehören eigentlich zur anderen Gruppe. Eine Runde weiter. Jetzt will ich wirklich, jetzt gehen wir wirklich Richtung Norden. Jetzt haben wir genug Blut vergossen im Süden. Jetzt ziehen wir einmal raus. Wischen aber erst mit diesem fiesen Möpf die Karte auf, der sich davor getraut hat. Den hole ich mir noch. Anja, einmal hier links hin, bitte. Hier drauf. Haben wir die das Stärkste dabei? Soll man Katapult mitnehmen? Für die Verstärkung? Nee, irgendwie nicht. Also das waren die Garnisons. Das sind alles Garnisonseinheiten. Wir können nur Katapulte mitnehmen. Wir lassen eins mal hier drin, falls wir angegriffen werden. Die nehmen wir mit. Könnte noch mal ein Trupp Eidgeschworene hier produzieren und mitnehmen. Einmal raus. Kommt der bis hier unten hin? Schafft er es bis hier hin? Ich glaube ja. Oder bis kurz daher, der hat auch nur 8 Bewegungspunkte. Bis hierhin kommt er. Und ihr hier vorne einmal hier drauf, bitte. Einmal kämpfen, Geronimo. 2 Jahre schon dabei mit Abo. Grüße an Geronimo. Wir machen einen Hinterhalteangriff. Die haben nicht mit uns gerechnet, weil die alle Bewegungspunkte investiert hatten. So eine langgezogene Kette waren auf dem Schlachtfeld. Jetzt können wir einen Sturmangriff mit vielen Kavallerieeinheiten machen. Selbst wenn man die fegen einmal quer durch die Karte. Wir fegen mal mit ihnen hier oben hin. Hier unten. Und hier vorne können wir Einheiten heilen. Das würde ich eher hier oben machen, ne? Sind hier Tote, die wir wieder auferstehen lassen können? Ich glaube, hier heilen wir. Man kann, glaube ich, nur die eigenen Toten wieder aufbeleben lassen. Die rennen hier runter. Die versuchen abzuhauen. Werden gestoppt. Ja, jetzt flüchten die. Sieg für uns. Lass sie fliehen. Ja, sie macht Level 2 noch. Von 2 auf 3. Dann können wir oben besser kämpfen. Lager aufschlagen brauchen. Ja, dann könnten wir uns hier verteidigen. Ich wünschte, ich hätte deinen Vater noch einmal während dieses Lebens getroffen. Nur um ihm zu sagen, wie stolz er seiner Tochter wäre. Wir könnten Folgendes machen. Sie kann tatsächlich noch einmal 40 Gold ausgeben. Ein Lager aufschlagen. Dann verlieren wir die restlichen Bewegungspunkte. Wir haben E0 und kehren in eine kampfbereite Formation zurück und heilen. Das kann man hier für sie einmal ausspielen. Das ist das erste Mal. Er selber hat die Karte, glaube ich, nicht zur Verfügung. Nein. Er kann einmal noch weiterziehen, ein Feld, und das war's. Eine Runde weiter. Daishi fragt, ob er einstellen kann, dass im Kampf die Trefferpunkte der gesunden Einheiten angezeigt werden. Das ist eine spannende Frage. Müssen wir mal bei den Optionen gucken gehen. Soll ich mal gucken gehen? Ich glaube nicht. Weil wenn, dann müsste das eigentlich hier sein. Ich glaube nicht. Fände ich als Komfortfunktion auch gut. Bin bei dir. Fände ich auch interessant. So, und jetzt haben wir wieder volle Bewegungspunkte. Jetzt können wir mit beiden angreifen. Der ist fit. Der liefert einmal die Beute hier ab. Aber sie könnte ihm unter Umständen... Wie fit sind ihre Truppen? Sehr fit. Sie könnte noch... So, jetzt machen wir Folgendes. Mit ihr ziehen wir einmal hier rein. Liefern unsere Beute ab. Haben immer noch 8 Punkte. Beutewagen sind verschwunden. Und nehmen 2 Katapulte. Ich will oben die Stadt angreifen jetzt. Die Stadt hier vorne.
Das ist ein heftiger Gegner. Die haben Mauern. Und es kann auch sein, dass eine Entsatzarmee kommt. Da oben ist das Ziel. Mit Ingram wir oben an. Wir nehmen Katapulte mit. Und denen lassen wir auch Katapulte mitbringen. Der hatte weniger Truppen als die Lorelei. Das heißt, einen Teil ihrer Einheiten lassen wir drin, damit der Hauser die mitschleppt. Und die Katapulte-Einheiten, die hätte ich gerne sogar mit, die hätte ich sogar hier innen drin und nicht mehr in der Reserve jetzt. Ja? Ich bilde mal, wir lassen mal die Waldläufer, wo beim Angriff auf, ich weiß nicht, die Waldläufer packen wir mal in die Reserve. Sie hat, glaube ich, eine Karte, mit der man Reserven in Kampf rufen kann. Ne? Das finde ich eigentlich, sie hatte die, glaube ich, Reservenrufkarte. Nee, sie hat die nicht. Weil die, ich finde eigentlich Fernkampfeinheiten als Reserven ziemlich cool, muss ich sagen. Weil die sofort kämpfen können. Jetzt lassen wir einen Infanterietrupp hinten. Einen der vielen eidgeschworenen Trupps. Nehmen das zweite Katapult noch mit. Und ihm lassen wir auch noch einen Trupp mit, den er mitnehmen kann. Und ihm geben wir die Akolyten mit. Weil die heiligen Einheiten werden geboostet, wenn sie bei Hauser sind. Dann bekommen die einen Boost durch eine irgendeine andere Einheit, die er in der Armee drin hat, die so einen Push hat für andere Heilige oder Einheiten oder wie immer das heißt. Die soll er gleich übernehmen. Und das ist unsere Reserve, die wir mitnehmen. Die ziehen wir damit raus. Wir könnten sogar noch einmal Eidgeschworene gleich hier lassen. Die ziehen wir mit ihr raus. Und jetzt kommt echt eine riskante Geschichte. Jetzt machen wir einen Belagerungsangriff hier drauf. Wenn man Katapulte dabei hat, ich glaube sogar nur eine Reserve. Wir haben sie jetzt in der Truppe selber. Wenn ich mich richtig im Kopf richtig erinnere, führen die dazu, dass die Belagerungszeit sich um 2 Runden verkürzt. Wir haben 2 Katapulte dabei. Ich glaube, da reicht sogar in der Reserve. Normalerweise ist die Belagerung endet in nur einem Zug, weil wir Katapulte dabei haben. Jetzt frage ich mich, was ist. Jetzt nehmen wir ihn noch mit. Nehmen auch das Beste vom Besten mit in seinen Trupp. Hat die seine Beutewagen gerade abgelassen. Er soll auch Katapulte bitte mitnehmen. Wir nehmen mal alle Katapulte mit. Das ist eine Buff. Die Einheit, die hätte ich gerne noch, dass die mitgenommen wird. Die kämpft bei ihm besonders gut. Das ist eine Akolyteneinheit. Die Federhunde, die hatten auch irgendeine. Die waren irgendwie auch ganz gut. Und dann lassen wir noch da. Einen normalen Ritter lassen wir weg. Und wir nehmen die Akolyten mit. Wir spezialisieren ihn komplett auf coole magische Einheiten. Ein Trupp Ritter nehmen wir mit und die zum Bewachen der Leute hier hinten und das war's. Ja? Und das sind alles Garnisonseinheiten, die kann man eh nicht mitnehmen. Und das ist komplett voll. Wir hatten einen Platz, den wir füllen können und da können wir nochmal, nein, nicht noch ein Katapult. Dann nehmen wir nochmal einen Trupp Ritter mit. Den kann ich gerade nicht ziehen, weil der in dieser Runde, glaube ich, schon mal gezogen worden ist von ihr gerade, ne? Genau, also ein viertes Katapult. So, ein viertes Katapult mitnehmen. Ich glaube, man kann es... Ja, wir haben genug Geld. Oder ich parke mal ein Katapult in der Stadt drin. Ja? Weil man kann die nur jede Runde einmal ausspielen. Wir gehen wieder raus. Und jetzt ist die Frage, wollen wir ihm auch schon ein Stück raufziehen oder wollen wir ihn nochmal eine Runde hier lassen? Er kommt nicht an denen vorbeigezogen. Er könnte... Er hat 8 Bewegungspunkte. Es kann sein, dass wir gleich von hier oben angegriffen werden. Lass uns mal nachdenken. Was ist hier oben drin? Mega stark. Ich hätte nichts, also wenn die vorrückt, wenn wir die rauslocken, dann könnten die in hier unten nicht zur Hilfe kommen. Eine 9er Armee, wir haben eine 12er und die haben noch 4 Verteidiger drin. In Summe den Stärkewert von 13 gegen 12. Wir müssten also abhauen. Wir gehen mal ganz auf Nummer sicher und wir verpokern uns nicht und lassen die Armee hier in der Nähe stehen.
Und wisst ihr was? Wir ziehen die Armee auch nicht rauf, weil ich habe bei einer Sache Schiss. Wenn wir gleich angegriffen werden von einer Entsatzarmee, dann können wir die Rückzugskarte spielen. Wenn wir die Rückzugskarte aber spielen und nicht abhauen können, weil in der Richtung, die wir fliehen wollen, ein Hindernis steht. Und das ist vielleicht sogar die eigene Armee. Dann sterben wir. Und deshalb lasse ich mal alles so, wie es ist. Jetzt ziehen wir eins vor. Jetzt bin ich sehr gespannt, was jetzt passiert.